Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal mit Scum. Beim letzten Mal hatten wir angezeichnet hier und hatten die restlichen Holzdinger schon mal da reingeballert. Ja, wir ballern jetzt mal hier das, was ich noch vorbereitet habe. Ich habe schon mal ein bisschen Holz noch geholt. Wir brauchen sowieso noch jede Menge Holz. Das habe ich schon mal vorbereitet, das Holz geholt. Da werden wir jetzt noch die Bretter reinschmeißen. Dann fahren wir mal ganz kurz noch drüber in die kleine Stadt, die ja hier direkt nebenan ist. Und da holen wir noch ein bisschen Altmetall. Und dann werden wir mal unser Häuschen fertig bauen. Dann brauchen wir noch eine Fahne, eine Tür. Und dann sind wir eigentlich, was das angeht, auch schon so gut wie durch. Ja, uns fehlt jetzt leider das Metall, aber das hole ich mit euch zusammen. Dann können wir gleich noch eine Runde looten gehen. Und dann will ich noch was ausprobieren mit euch. Und dann sehen wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Als erstes fahren wir jetzt erstmal in die Stadt. Wir müssen erstmal noch ein bisschen Dingens holen, ein bisschen Metallschrott holen. Wir machen mal ein bisschen Musik an. So Leute, wir sind in der Stadt. Hey, guck mal da hinten. Steht einer unserer Freunde. Arschloch Nummer 1. Sauberer Headshot, gleich weg. Ohne Visier, Leute, macht mir das mal nach. Das müsst ihr mir erstmal nachmachen. Aber es könnte passieren, dass hier noch mehr kommen. Haha, kein Schalldämpfer. Sollten wir vielleicht auch mal bald mal nachbauen, ne? Ein bisschen lautlos killen. So, wir müssen ein bisschen Metallschrott holen. Wir schauen mal, was hier so schön ist. Um die verdichte da noch. Baumwoll-Kapuzenpullover, was ist denn da drauf? Ne, der sieht ja schienig aus. Ja, ich glaube, den nehmen wir uns mit. Wir machen mal unseren Rucksack ein bisschen leer, dann nehmen wir den mit. Ich finde den gar nicht hässlich. Der ist ganz schön hübsch. Ja. Das kann da rein, die kann da rein. Schrauben haben wir auch schon gefunden. Das ist total toll. Die brauchen wir auch noch nicht. Da fehlt uns noch der nötige Schalldämpfer und ich glaube, Magazine fehlen uns auch noch dafür. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Können wir alles durchsortieren, wenn wir soweit sind? Dann gucken wir mal. Machen wir Bestandsaufnahme. Wenn das Haus fertig ist und die Kisten da sind, dann machen wir Bestandsaufnahme. So, den nehmen wir mit. Wer sollte den eigentlich mitnehmen? Oh, jetzt hat er ihn mitgenommen. Er wollte nicht so, wie ich wollte. Metallschrott. Da ist nichts mehr drin. Gut. Wir müssen aber noch weiter gucken. Wir brauchen noch ein bisschen Metallschrott. Wir können mal hier in das eine Haus noch gleich rein. Vielleicht finden wir sogar noch einen Rucksack. Aber nicht ohne Waffe. Ah, guck meiner Schau. Kleiner Arschloch ist wach geworden. Na, wo bist du denn? Na komm hier. Und weg mit dir. So geht das nicht. Oh Mann, ganz schön blutig hier. Dafür, dass es ein Zombie war, hat er ganz schön viel Blut im Gehirn. So, Bolzen. Ja, Bolzen brauchen wir eigentlich noch nicht, aber wir nehmen sie mal mit. Eigentlich brauchen wir Metallschrott. Ja, ja. Sexy Pants brauchen wir auch nicht. Immer diese Kröten, immer als furchtbar. So, ab zum nächsten Haus. Nun, rennen mal ein bisschen schneller, wir haben es eilig. Jemand zu Hause? Klopf, klopf, keiner da. Ach gut. Wir nehmen das mal mit hier. Ah, toll. Jetzt suche ich natürlich Metallschrott und finde natürlich keinen. Aber ich weiß, wo wir gleich welchen finden. Den werden wir gleich als erstes holen. Ich habe gedacht, wir finden noch einen schönen Rucksack hier. Aber ich glaube, da haben wir wohl wenig Chancen. Das Haus nehme ich noch mit. Und dann fahren wir ein Stück vor. Oh, was haben wir hier? Ja, toll, ein Partyhut. Ja, genau. Wir machen Party. Party mit den Zombies, ja. Die machen ja Party mit uns. Die haben uns zum Fressen gern. So, ab geht's. Und los geht's. Auf geht's. Ich glaube, ich weiß, wo wir Metallschrott herkriegen.
Ach nee, guck mal, schau. Oh, diese Kröte heute. Furchtbar. Nu, Keule, wo bist du denn? Hallo. Hast du eine Macke? Geh weg, Mann. Stimmt denn mit dir nicht? Immer schlimmer, ey. Die werden immer aufdringlicher, die Jungs. Furchtbar mit denen. Kommt noch einer. Ist noch einer auf dem Dach oder so? Nein, keiner da. Sind garantiert im Haus drin, warten. Ah, können sie auch bleiben. Eine faulige Banane. Njam, njam. Die Banane war schon braun. Oh, das nehmen wir mit. Ein Car Repair Kit. Das können wir immer gebrauchen. Bei unserem Fahrstil sowieso. Hallo, brüll hier nicht rum, komm raus, wenn du was hast. Er will nicht, okay. Er hat keine Lust, sagt er. Ein Werkzeugkasten. Na, den nehmen wir doch auch mit. Nee, nee, mit. Hallo. Ich will den mitnehmen. Kann ich nicht. Warum nicht? Weil wegen kein Platz und so. Dann schleppen wir den gleich mal zum Auto. Boah, nerven die heute. Die nerven heute echt rum, die Jungs, ne? Ja, heute sind die wieder echt anstrengend, die Typen. So. Okay, also ich mache das jetzt mal anders. Wir unterbrechen das jetzt hier an der Stelle. Ne? Ich suche mal noch schnell ein bisschen Metallschrott, gehe diesen nervigen Idioten mal ein bisschen aus dem Weg. Und wenn wir den ganzen Metallschrott dabei haben, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Dann können wir dann auch loslegen. Ich nehme mal noch ein paar Nägel und sowas mit, das sammle ich alles noch mit ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal ein bisschen genug gefarmt dafür, dass ich das jetzt voll kriege. Aber ich denke schon. Ja, sehr schön. Das haben wir schon fertig. Ich hatte vor, hier noch eine Treppe ranzubauen. Leider geht das nicht. Naja, schade. Müssen wir hüpfen. Haben wir einen Parkplatz gleich fürs Auto. Jetzt bauen wir hier noch schnell mal eine Tür rein. Weil Tür brauchen wir ja auch, ne? So, jetzt brauchen wir drei Bretter. Die holen wir uns schnell. Und dann bauen wir noch eine Fähnchen. Das Fähnchen brauchen wir natürlich auch noch. Dann hatte ich noch was anderes mit euch vor. Das werden wir gleich mal gucken, ob das geht. Ich bin mir nicht sicher. Wenn das geht, zeichnen wir das schon mal an. Und dann machen wir das vielleicht in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Vielleicht überziehen wir heute auch ein bisschen. Wir werden mal sehen. Also jetzt machen wir erstmal die Tür fertig. Eins nach dem anderen. Dann müssen wir noch die Fahne bauen. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ist zwar nur Singleplay, aber ohne Fahne, ne, macht das auch nicht viel Sinn. So, die nehmen wir mal in die Hand. Hallo, andere Richtung. So. Dann können wir die gleich hier hinschmeißen. So, und dann kann er die auseinandernehmen. Dann nehmen wir die mal auseinander. Und dann haben wir die Tür fertig. Sehr schön, Tür haben wir fertig. Hey Leute, wir haben unsere kleine Hütte fertig. Reicht ja erstmal. Vielleicht bauen wir noch mehr. Aber so, jetzt probiere ich erstmal das, was ich noch probieren wollte. Und dann machen wir die Fahne. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich hoffe es. Okay, das geht. Das geht auch. Und wenn der dritte auch noch geht, dann haben wir eine richtig coole Aussicht. Jawohl. So, wenn wir das fertig gebaut haben, haben wir eine richtig coole Aussicht auf den See. Und dann können wir das hier richtig schick bauen. Und jetzt bauen wir noch erstmal noch schnell hier das Fähnchen hinten dran. Wo haben wir das Fähnchen? Wo haben wir das Fähnchen? Ja, gib mir das schwarze Fähnchen. Ich mag das schwarze Fähnchen. So. Eine coole Sache. Jetzt brauchen wir nur noch einen Lappen. Dann haben wir die fertig. Ja, komm. Wir zerlegen mal die Unterhose. Brauche ich eh nicht. Wer weiß, was da für Bremsspuren drin sind bei den ganzen Zombies, die gekommen sind. So. Hat natürlich nicht gereicht, war ja klar. Dann nehmen wir die Socken auch auseinander. Ja, nicht ablegen. Wo haben wir sie denn jetzt? Jetzt hat er sie weggeschmissen, oder? Wo hat er denn jetzt die Socken hingefeuert? Sieht einer von euch die Socken? Ich sehe sie nicht mehr. Na egal. Wir haben ja hier noch was. Dann zerlegen wir die auch noch. Ach, der hat die da oben in den Rucksack geschmissen. Was ein Arsch. Na egal. Die blaue Trainingsjacke brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir die. Hallo. Na gut, das nehmen wir auf, das nehmen wir auf, das nehmen wir auf. Die können wir auch noch aufnehmen. So, und zack. Hallo. Jetzt ist er fertig. Sehr schön. Fahne steht. Gut, dann wollen wir mal gucken. Warum ist denn das jetzt auf einmal grün hier? Ist das auf einmal grün und nicht mehr blau? Merkwürdig, merkwürdig.
Wir schleppen mal noch schnell das hin. Wo können wir noch ein bisschen zu Ende bauen hier? Leider gibt es hier noch keine ja, so Zäune. Nur diese großen. Die sind da nicht, machen sich nicht so gut dafür. Jetzt wollen wir noch den Rest haben wir auch noch hoch. Einmal, zweimal, dreimal. Da war noch ein Brett. Kommen wir da noch ran. Komm, schnapp dir das. Schnapp ihn dir, los. So, schön. So, dann schleppen wir die drei auch noch dahinter. Jetzt brauchen wir nur noch Bretter dafür und dann haben wir das nämlich auch durch. Ein Brett haben wir noch. Gut. Dann machen wir da auch noch Holzbretter draus. So, hier noch Holzbretter draus. Nein, komm, machen wir hier. So. Na, schleppen wir die Bretter noch darüber. Ja, toll. Für die erste Foundation fehlt uns genau ein Brett. Ein Brett fehlt uns. Na gut. Ich glaube, wir überziehen heute mal. Ich hole mit euch noch schnell ein bisschen Holz jetzt. Da nehme ich euch jetzt mit. Da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Und dann machen wir das noch fertig, die drei Foundations. Und in der nächsten Folge können wir dann mal anfangen, Kisten zu bauen. Mal ein bisschen aussortieren, Kisten bauen und. Und dann machen wir uns die Bude noch ein bisschen schön. Und dann werden wir erstmal wieder looten gehen müssen. Weil sonst geht uns der Rest dann irgendwann nochmal zur Neige. Munition und sowas. Ich habe es jetzt eben noch geschafft, für die Block 21, die ich gefunden habe, noch einen Schalldämpfer zu bauen. Leider fehlte mir noch ein Klebeband für die Hunter 85. Das müssen wir dann auch nochmal bei Gelegenheit mal machen. Und dann sind wir eigentlich waffentechnisch ganz gut ausgerüstet. Zumindest für den Anfang. Oh, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Los, rein mit dir. Los, pack ihn. Das müsste eigentlich schon fast reichen. Wir fahren mal zurück, wir legen das, zerlegen das mal alles und dann müssen wir mal gucken, ob das reicht. Das sollte aber eigentlich. Aber dass wir da vorne keine Treppe haben, ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Dann haben wir jetzt gleich einen Parkplatz. Und wehe, da stellt sich einer hin und wieder abgeschleppt. Ums, da mal was im Weg. So. Naja, ist nicht der schönste Parkplatz, aber es ist ein Parkplatz. Wenn ich jetzt auch noch ans Auto rankommen würde. Sehr schön. Da ist die Block übrigens, ne? Ja, haben wir schon fertig. Ich soweit schon mal fertig gemacht mit Schalldämpfer und so. Ist auch schon getestet. So. So, jetzt machen wir da noch schnell Bretter draus. Und dann machen wir die Foundations fertig und dann war es das auch für heute. Ja, auch in Scum ist es möglich, kreativ zu sein, auch wenn die Möglichkeiten doch sehr beschränkt sind. Man kann schon was machen. Man kann sich das hier schon richtig schön machen. Leider fehlt es mir persönlich noch an einigen Bausegmenten, so wie ein paar Umzäunungen für draußen, für eine Terrasse und so. Ja, so Gimmicks fehlen halt noch, ne? Ich hoffe, da kommt irgendwann vielleicht noch was. Wäre auch cool, wenn man die Häuser vielleicht selber bauen könnte, aber ich glaube, das wird wohl nicht mehr kommen. Weil diese komischen Quadratwürfel, naja, so hübsch sind die jetzt nicht, aber. So. So, da haben wir schon mal vier Bretter drin. Dann machen wir noch zwei nieder und dann haben wir das geschafft. Dann haben wir unsere Terrasse mit unserem kleinen Häuschen und unserer Fahne. Und dann haben wir eigentlich heute schon eine ganze Menge geschafft. Umzug wäre dann erledigt. So, jetzt müssen wir die noch dahin schleppen und dann. Fertig.
Sehr schön. Leute, wir haben es geschafft soweit. Haus steht. Eine schöne Terrasse haben wir auch. Ein cooler Ausblick haben wir auch. Läuft bei uns. So. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten bis demnächst. Bis dahin. Tschüss. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.